Hallo meine Lieben, und zwar, ich dachte, ich mache heute einfach mal ein Video und lade das hoch. Ich hoffe, keiner lacht über mich. Erst wollte ich das eigentlich mit meiner Kamera machen. Da ist übrigens eine Katze. Sieht man die? Katze. Das ist Jasmine. Ja, jedenfalls wollte ich das erst mit der Kamera machen, aber ich habe kein Stativ mit, weil ich das nicht mit ins Flugzeug schleppen wollte. Was, glaube ich, verständlich ist, wenn man nur eine bestimmte Gepäckanzahl mitnehmen darf. Und es ist schon etwas sperrig, dieses Teil gewesen. Was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Egal. Was ich eigentlich wollte, war so ein bisschen zu erzählen, wie schon viele bestimmt mitbekommen haben. Ich bin gerade in Worcester. Das ist in England. Ich mache hier ein sechswöchiges Ich mache hier ein sechswöchiges Praktikum, ein Abroad-Internship. Und ich wollte so ein bisschen erzählen, wie es mir hier gefällt. Und Worcester ist übrigens Nähe Birmingham und man fährt ungefähr 1,5 Stunden, naja, ja so 1,5 Stunden bis London. In London waren wir auch schon am Samstag vor 2 Wochen. Mittlerweile ist hier Halbzeit. Jetzt sind es nur noch 25 Nächte hier. Am Anfang waren es mal 42. Und es ist ein riesengroßes, mega, mega Abenteuer gewesen. Und ich war zwar davor schon mal in England, aber es war halt noch nie so, weiß nicht, so intensiv wie jetzt, weil ich ja hier arbeiten gehe, alles und das pure Leben halt so. Und ich wollte so ein bisschen erzählen, wie es so ist. Vor allem, wie so, was mir aufgefallen ist, so Sachen, die vielleicht anders zu Deutschland sind. Und zwar, das Erste, wo fange ich an? Ich fange am besten mit der Ampel hier an. Man geht nicht bei Grün. Nee, Quatsch, man geht nicht bei Rot. Was laber ich eigentlich? So, nein, also man geht konsequent bei Rot über die Straße. Entschuldigung, wenn ich mich nicht so gut konzentrieren kann, ich muss mich hier den ganzen Tag konzentrieren, Englisch zu reden, und deswegen fällt es mir manchmal ein bisschen schwer, dann abends mich noch auf überhaupt irgendwas zu konzentrieren. Also entschuldigt mich. Ich habe jetzt statt der Kamera übrigens den Selfie-Stick genommen. Fand das so cool, mir einen Selfie-Stick zu holen. Egal. Ist mega cool. Ich bin jetzt voll hip. Ja. Also man geht konsequent bei Rot über die Straße. Ich weiß nicht, warum da eine Ampel steht, aber man geht einfach über die Straße. Man fällt auf, wenn man stehen bleibt und wartet, bis es grün wird. Du fällst dann einfach auf. Was ich jedem empfehlen kann, wenn ihr nach England mal wollt, dann nehmt auf jeden Fall einen Adapter mit. Ganz klar, einen Adapter. Ohne Adapter kommt ihr hier nicht weit. Also eure normalen Stecker werden nicht in die Steckdosen passen, das verspreche ich euch, auch wenn ihr da irgendwelche Nadeln dazwischen oder irgendwelche komischen Ideen kriegt. Es wird nicht funktionieren, das geht nur mit Adapter. So, was ich noch erzählen wollte, nehmt euch vorher schon Pfund mit. Ist vielleicht doch ganz sinnvoll, am Anfang schon ein bisschen Pfund zu haben. Ich weiß nicht, mich hat das hier irgendwie gerettet, dass ich schon ein bisschen Pfund dabei hatte. Und irgendwas wollte ich jetzt noch. Ich kann mich nicht konzentrieren. Kurze Pause. Ist mir eingefallen. Wenn ihr Raucher seid, nehmt euch vorher so viel Tabak mit, wie ihr mitnehmen könnt. Weil es ist nur ein guter Tipp, wenn ihr Raucher seid, weil ich bin Raucher, Schande über mein Haupt. Es ist einfach viel, viel billiger in Deutschland. Wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben, wir Raucher in Deutschland. Es kostet einfach mal, also so eine Packung mit 40 Gramm kriege ich in Deutschland für so 6,90 € oder so, also so 7 Euro. Und hier kriegt man einfach mal das Höchste an
an Gramm, was du hier kriegst, sind 25 Gramm. Mehr kriegst du nicht. Und es gibt auch nur ganz wenig Tabaksorten hier. Also ich rede jetzt von Drehtabak erstmal. Also Drehtabak, aber auch generell Zigaretten. Es gibt so wenig davon. Von Marken gibt es hier so gut wie gar nicht. So, es gibt vielleicht vier Drehtabaksorten und vier Zigarettenschachteln so. Und es kostet mal einfach 25 Gramm, das ist das Höchste, was du hier kriegen kannst, kosten einfach mal 10 Pfund. So, ein bisschen dumm aus der Wäsche habe ich schon geguckt. Also 10 Pfund, das sind ungefähr so 12 Euro, würde ich sagen. Das ist schon eine Menge, vor allem weil du kaum Zigaretten aus diesem Tabak rauskriegen wirst. So, du kriegst auch einen Tabak für 4 Pfund ungefähr und da sind 9 Gramm drin. Das ist so, du machst den einmal auf, es fliegt dir alles weg, ups, Tabak ist leer. Das ist nur ein guter Tipp, nehmt euch vorher Rauchkram mit, weil es scheint ziemlich, ziemlich versteuert und die Gesetze haben hier wohl härter zugegriffen. Ich hoffe, dass das irgendwann in Deutschland nicht auch so sein wird, weil ich denke mal, es geht ja stark darauf zu, dass man, ne, lieber Nichtraucher sein sollte. Und härtere Alkohol ist hier ab 25. Ich dachte immer, ich krieg alles, weil ich mittlerweile alt genug bin, aber dann, was gibt es noch? Fällt mir bestimmt noch was ein. Die Türen, ich komme mit den Türen hier nicht klar. Die haben alle ganz andere Schlösser und das sind so komische Türen. Die Leute sind auf jeden Fall anders als bei uns. Also ich finde, ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, dass es einfach vom Klima der Mentalität einfach viel freundlicher und viel zuvorkommender, hilfsbereiter und einfach nettere, freundlichere Menschen so. Und in Deutschland wirst du teilweise nur grimmig angeguckt und hier sind sie sehr, 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 sehr freundlich. Sehr freundlich. Manchmal denke ich schon so ein bisschen zu freundlich, aber schon sehr, sehr, sehr freundlich. Also und auch höflich und zuvorkommend und es ist halt in Deutschland teilweise wirst du da angepöbelt auf der Straße, dir werden dumme Kommentare hinterhergerufen, das hast du hier eigentlich überhaupt gar nicht. Wenn man sich hier in einen Pub setzt, dann redet einfach jeder mit jedem hier und ist halt einfach viel netteres Klima von der Menschlichkeit her. Also ich weiß nicht, Deutschland ist irgendwie so kalt und das Essen ist natürlich anders. Das Essen ist, ich würde sagen, ungesünder als bei uns, weil ich einfach das jetzt schon mehrmals erlebt habe, dass in Getränken einfach viel mehr Zucker drin ist. Zumindest auf jeden Fall auch künstlicher Zucker und Aspartam und solche Sachen. Also die Sprite schmeckt viel säuerlicher und zuckriger als bei uns und ist einfach irgendwie. Ich habe das Gefühl, überall ist viel mehr Zucker drin und fetthaltiger, aber es ist halt, ich mag das Essen. Es ist geil. Ich mag es echt so, weiß nicht, weil es auch eine coole Abwechslung ist. Und mittlerweile langweilt einem ja das Essen in Deutschland an und wenn man hier, du hast halt, du kommst in das Süßigkeitenregal und es ist so, wow, krass. So eine riesige Vielfalt und was es auch alles gibt hier so und einfach mal so ein riesen Spanferkel im Kühlfach, da wo eigentlich die Joghurt stehen, das steht dann da so, liegt so mitten in der Reihe. Und ich mag das Essen irgendwie sehr, sehr gern, auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen etwas Sport machen muss, wenn ich wiederkomme, um ein bisschen was abzutrainieren. Nee, aber es ist echt schon cool. So, bei Tesco gibt es dann halt, hole ich mir immer so Riegel für einen Pfund, drei Riegel für einen Pfund und die Riegel sind einfach mal,
mag die Riegel. Was kann man noch erzählen, außer dass das Essen mehr Zucker hat? Ach ja, Schuluniform, auf jeden Fall. Siehst halt Leute mit Schuluniform. Das war das erste Mal irgendwie so, dass ich so viele Leute mit Schuluniform gesehen habe. Das finde ich cool. Das erinnert mich so ein bisschen an die Bilder, die ich aus Japan gesehen habe, weil die Schuluniformen hier sehr ähnlich sind. Und ich finde das irgendwie richtig cool. Weiß nicht, ich hätte, obwohl ich so jemand bin, der gerne so sein Ding durchzieht bei Klamotten, hätte ich schon auch gerne irgendwie in der Schule Schuluniform getragen. Ich weiß nicht warum, aber okay. Ja, einige Serien, also zum Beispiel bei Malcolm in the Middle, Malcolm mittendrin, die Originalstimmen gehen ja mal gar nicht. Ich habe irgendwie festgestellt heute, dass irgendwie die Stimmen so nicht mag. Nee. Nee, Fernsehen gucken ist ja auch ein Erlebnis. Die Werbung ist kürzer als bei uns. Viel kürzer. Also bei uns habe ich das Gefühl, es dauert manchmal 10 Minuten, 15 Minuten nur Werbung, Werbung. Hier kommen dann so maximal, weiß was ich, 3, 4 Minuten Werbung und die Werbung finde ich auch witziger. Es ist irgendwie witziger, die zu gucken, aber vielleicht liegt das einfach nur daran, weil das andere Werbung ist, als ich gewohnt bin. Katze. Noch zu erzählen. London war wieder mega, mega toll. Ich liebe London total. Birmingham war ich mittlerweile auch schon. Das war aber irgendwie, weiß nicht, das war irgendwie so mega voll mit Menschen vollgestopft. So eine kleine Stadt und dann so vollgestopft. Okay, so klein ist sie auch nicht, aber es war ganz schön. Und was mir noch aufgefallen ist, dass sie Danke sagen zum Busfahrer. Busfahren ist sowieso ein Abenteuer hier, weil steht halt einfach nirgendwo offensichtlich dran, wo du dich gerade befindest. Und wenn du das einfach nicht kennst, wo du gerade lang fährst, dann ist das echt ein bisschen schwierig, den Weg zu finden. Und sie sagen halt auf jeden Fall beim Aussteigen alle immer Danke zum Busfahrer. Und das fand ich auch so cool irgendwie. Das macht ja bei uns eigentlich, das macht nie jemand. Die steigen alle hinten aus und schubsen dann wahrscheinlich noch die Leute weg, die da sich gerade versuchen reinzudrängen, ohne die Leute mal rauszulassen, so, ne? Ja. Teuer hier. Also, vieles ist teuer, aber ist okay. Kann man mal mit leben. Ist ja bei uns auch nicht mehr alles so billig. Es gibt einen Aldi hier. Es gibt ACE-Saft hier. Und was ist mir noch aufgefallen? Was jetzt erstmal so das Wesentliche, das Gröbste war, hoffe ich. Ich habe mir vorgenommen, noch öfters mal ein Video jetzt zu machen. Also zumindest auf jeden Fall eins, wenn ich wiederkomme, um nochmal das gesamte Paket mit meinen 6 Wochen England so ein bisschen zu erzählen. Ich weiß, vielleicht interessiert es ja irgendwen. Wenn es niemanden interessiert, dann schaltet einfach weg. Ich mag es sehr. So die Hälfte ist jetzt rum. Jetzt sind es noch 25 Nächte. Habe ich das schon mal erzählt? Am Anfang waren es mal 42 Nächte. Und das Wetter war jetzt die letzten Tage, waren wir bei fast. Also, nee, waren wir sogar ab und zu bei 15 Grad, wo es in Deutschland irgendwie einen Tag mal minus 4 Grad war und wir dann so bei 15. Und jetzt ist es aber mittlerweile, dass in Deutschland wärmer geworden ist. Jetzt sind es in Deutschland 9 Grad und heute waren auch nur 9 Grad hier und windig und regnerisch. Regen, das Klischee stimmt auf jeden Fall. Aber das weiß man, glaube ich, dass es hier sehr viel regnet. Aber es war jetzt. Letzte Woche war es eigentlich angenehm Frühling. So, und jetzt ist irgendwie so, obwohl es halt Winter ist, jetzt ist gerade irgendwie so das
Ekelwetter angekommen, so mit dem richtig ekligen Wind, so und. Ja. Ich freue mich aber trotzdem, irgendwann euch dann wieder zu sehen. Ich freue mich auch, meinen Freund wieder zu sehen. Und ich wünsche ganz viele liebe Grüße. Und hier nochmal die Katze. Das ist Jasmine. Jasmine. Okay. So. Das ist mein Alpaka, was ich mir in London geholt habe. Da war so ein Camden Town, war halt ein Stand mit nur alles voller Alpakas. Ich will irgendwann meine Wohnung auch voll mit Alpakas haben. Ganz viele Alpakas. So ganz viele sein. Aber ich kann euch noch die Riegel zeigen. Nicht wundern, hier sieht es etwas nicht tidy up aus. Das sind jetzt die Riegel. Riegel? Die Riegel, die ich mir geholt habe heute. Und eine Tango-Brause. Okay, warum zeige ich euch das? Egal. Ich sage dann erstmal ja, Wiedersehen und hoffe, dass dieses Video nicht allzu peinlich wird. Ja, dann Cheers.